Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Skyrim. Jo, ich bin kurz vor 58, Level 58. Und jetzt können wir noch zwei Warmaster Quest oder eine Warmaster Quest und eine kühle Syrten oder Igen Quest abgeben. Und danach sind wir 58. Und hier ist ein neuer Beschwörer, also ein Low-Level-Beschwör. Schätzungsweise so Level 15 bis 20. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Monster ungefähr sind. Kurz mal hier schauen. Wir bekommen, glaube ich, nochmals Tickets. Dann hier. So. Und zwar, ja, Tickets und Auktion ist abgelaufen. Diese gelben Sachen, die will niemand kaufen. Drago versucht es trotzdem, aber er hat nie Glück. Genau. Wer will diesen Hammer? Ist nur Level 46. Ja, das sind diese blöden Gesteine-Drops. Aber dieses Mal habe ich ein gutes Item gedroppt bekommen. Ein Level 57 grüner Stab. Das erste grüne Item seit langem wieder. Also besser als gelb ist. Und zwar hier diesen Stab. Leider jetzt nicht gerade so gut. Aber Konzentration braucht man vielleicht. Also, ich weiß es nicht. Jo. Ich habe ihn hier schon reingetan. Genau hier. Aber es hat noch niemand sich gemeldet. Und ja, so Alastor-Sachen möchte ich natürlich auch zuerst mal bekommen. Beziehungsweise kaufen. Aber es ist mir ein bisschen zu teuer. 49 mehr MG. Ich weiß nicht, ob es. Ja, vielleicht schon günstig ist, aber ich kenne jetzt die Preise nicht. Genau. Die Quests haben wir abgegeben. Haben wir irgendwas sonst noch eine Quest zum Abgeben? Die können wir jetzt annehmen. Da oben steht Nachtrubin. Gut. Gianluca Santos. Okay. Da oben müssen wir abgeben. Okay. Ja, noch umscreen am besten. Ja, nicht zurücksetzen. Heilen. Und dann versuchen wir einfach mal direkt in den Dungeon reinzugehen, ob es geht. Was hat denn der für eine Rüstung, ein Skelett? Okay. Ein, wie sagt man dem? Tarnsuit. Einfach schwarz, damit Skelettform. Was ihn wieder enttarnt. Okay. Keine Ahnung. Ja. Gut, hier oben. Ja, müssen wir mit dieser blöden Treppe nach oben. Ich immer nicht gut erwischt und wieder runterfalle oder so. Weil das Gelände nicht so schützt, wie es schützen soll. So, und jetzt können wir eigentlich die Abkürzung hier wieder nehmen. Also man kann, glaube ich, hier runter. Nein, hier geht es nicht runter, aber hier geht es runter. Weil eben. Bis zur Höhle, ja, es würde oben durch vielleicht auch ein bisschen Sinn machen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, wie man runterkommt, ohne Schaden zu erleiden. Ab hier. Das könnte knapp werden. Doch, klappt noch. Oh. Ja, genau hier durch. Nee, hey, hallo, ich bin gar nicht gehüpft. Das Spiel verarscht mich. Ja, ich habe in letzter Zeit recht viel nach Leuten gesucht, die mich begleiten in der Warzone. Aber ja, es gibt viele, die Selbstmord machen. Ich habe jetzt mehrmals am Abend aufgenommen und es kam nie zu einem richtigen Battle oder so. Ich musste die Aufnahmen immer wieder löschen, weil einfach die Aufnahmen zu langweilig waren, nichts passiert ist. Und ja, ich meine einfach, es wäre natürlich schon cool, wenn ich am Abend dann etwas zeigen könnte, oder? Es ist wirklich momentan einfach gar nichts los. Also, ich kann einfach nicht viel zeigen. Und, jo, es ist. Ist mir einfach so ein bisschen
Oh, wie soll ich so sagen? Also, ich kann einfach nicht gut aufnehmen, so. Also, ich habe jetzt wirklich lange gespielt, gestern Abend, in der Nacht auch noch, bis um 4 Uhr morgens gelevelt, um wirklich den letzten, ja, die letzten 15% ungefähr zu machen. Es zögert sich mega heraus und das möchte ich natürlich euch nicht unbedingt zeigen müssen. Deshalb, eben, ich versuche jetzt einfach momentan meine Kopfschmerzen und Rückenschmerzen zu überwinden und wieder ein bisschen öfters zu livestreamen. Und dann könnt ihr einfach schauen, wenn es euch interessiert. Wenn es euch langweilt, dürft ihr gerne wieder weggehen. Aber einfach, dass ich das im Livestream mache und nicht im Let's Play. Und sobald irgendwas los ist, kann ich ja den Aufnahmeknopf im Livestream auch drücken und dann haben wir auch gleichzeitig ein Let's Play. Part. Also ja. Also wenn immer etwas los ist, mache ich einfach den Aufnahmeknopf an. Genau. Und jo, sonst eben, es droppt halt kaum etwas. Eben viele Spiele sind momentan einfach am Pause machen und so weiter. Und so weiter. Also, jo. Eben, es geht auch nicht mehr rein. Konnte man mal rein. Ich war eigentlich immer hier am Warten. Geht wahrscheinlich nicht mehr. Ja, es geht immer noch nicht. Wir haben immer noch Tickets. Ist irgendwie verbuggt. Also, dann wechseln wir mal. Wir haben ja gesagt, wir tun mit dem Jäger was so machen. Und im Livestream vielleicht auch mit ihm Warzone machen, aber ja, er bekommt eben keine, nicht viel von den Kills ab. Das liegt einfach daran, dass man einfach auch nicht gerade so viele Leute hat, die killen können momentan. Ja, immer noch Party im Partybildschirm, habt ihr diesen Bug auch? Oh, nackt. Nackt. Glatze. Bekommt man diesen Helm? Ein Tiger, Säbelzahntigerhelm, okay. Also suchen wir einfach mal ein bisschen Party zu machen. Okay, Dwarf Champion. So. Auch noch Weihnachtsmütze auf. So. Okay, ich wollte genau schauen, ob irgendwie ein guter Bogen, ja, der ist Meisterlangbogen, ist bald ausrüstbar. Gut, sehr gut. Also schauen wir mal, ob einer in der Nähe ist. Nach Nordwest. Okay, er hat uns schon entdeckt. Ja, der ist natürlich viel stärker. Hallo. Ich greife dich nicht an. Ja, genau. Es kommen zwei. Du fragst dich echt, sind die ganze Zeit nur Hirten im Alten Reich? Also im Warzone-Bereich. Es ist unglaublich, wie ich drauf gewartet habe. Das heißt Schütze. Schütze. Sharpshooter, oder? Das sind sie. Ja, sie sind da. Ich tue sie mal laden. Ja, sie haben mich in. Also. Was machen wir jetzt? Ich muss mich zuerst wieder recht zurechtfinden. Wirklich peinlich, wie wenig unser Reich geschützt ist, also unser Bind geschützt ist vor allem. Haben wir keine Reich, nur dieses Reichweite? Leute, Mann, ich will doch nur kämpfen. Kommt jetzt endlich mal aus eurem AFK, aus eurer AFK-Sucht raus. Genau, ich mache mich unsichtbar vor den Augen
diese Leute und verarsche sie. Hallo, sie hauen ab. Sie wissen ganz genau, ich trenne sie. Ich trenne sie. Ja, ich. Okay. Ja. Gut, wenigstens einer, der Englisch spricht. Die Spanier, also die Argentinier und so, die können ja kaum Englisch sprechen, also schreiben. Ist wahrscheinlich auch wieder einer, der ein bisschen Depri ist, dass keiner von England oder so spielt oder von Amerika, wo die Server ja liegen. Weil die Server sind momentan auch recht schlecht, also es gibt immer wieder Verbindungsabbrüche. Man sieht es dann, wenn man in die Luft hüpft und nicht runterfällt, dann ist momentan einfach der Server ein bisschen zu schlecht eingestellt, also zu wenig Bandbreite. CPU oder so auf dem Server. Auf jeden Fall ist es öfters. Okay, Aggersborg wird angegriffen. Schauen wir aber kurz zuerst, ob wir ein bisschen Südwest, okay. Bogenschütze. Einen Bogenschütze. Okay. Ja. Eben von den wenigen Syrten, die momentan aktiv sind, sind die meisten halt wirklich da am Bind, am Kill suchen. Oder am Killstil, also am Leveler killen. Und ja, wenige sind dann am Angreifen. Also jetzt gab es wieder einen Drachenwunsch, ungefähr um 9 Uhr. Wenn die meisten halt noch schlafen, weil sie irgendwie 6 bis 10 Stunden Verzögerung haben in Argentinien. Und ja, so macht es natürlich nicht immer so viel Sinn, immer zu spielen. Also jetzt gerade momentan, einfach wegen dem Level. Aber gut, sonst eigentlich, ja, kann ich halt nicht so viel zeigen. Also es wird angegriffen. Dann schauen wir mal mit der Tarnung, was denn, wer denn angreift. Natürlich die Syrten, vielleicht auch die 2 Jäger. Ja, ich kann eben momentan einfach nicht gerade gut zeigen. Also ich werde immer wieder sterben wahrscheinlich. Okay. Das ist ja der eine, ja. Oder die eine, das ist eine sie. Man sieht es ja halt kaum. Ja, oder. Okay. Wollte ich eigentlich nicht, aber gut. Diese automatischen Angriffe nerven natürlich. Ja, genau. Die haben das schon eingenommen. Ja, sie haben es eingenommen. Nicht nur angegriffen, sondern gleich eingenommen. Durch dieses Ding war ich wieder sichtbar. Durch diesen Angriff. Also eben dieses Kampfsystem. Ich muss mich extremst wieder Ding. Ja, Leute. Wenigstens ein bisschen Hilfe vielleicht. Aber ja, wir sind nur zu dritt oder so. Mist. Wieso habe ich angegriffen? Ich wollte nur kurz anschauen. Versteht ihr das? Wenn man anklickt, dann kann man wenigstens sehen, ob es jetzt ein Weibchen oder ein Männchen ist, weil es unscharf ist. Aber, also ein männlich oder weiblich ist. Aber dann greift man an. Oh Gott. Das war echt das Schlimmste momentan, was mir passiert ist. Weil einfach dieses Autokampfsystem einfach gar nicht geht. Es hat das Spiel Autokampfsystem. Süden, Südost. Okay. Leute, greift nicht einfach an. Das sind Schützen. Also ich mache mich unsichtbar. Ich schaue mal dem ein bisschen zu, wie er verliert. Aber hey Leute, die feeden wie ich.
die töten sich immer sofort. Das ist mir auch gestern aufgefallen. Ich habe ungefähr 2 Stunden versucht, einen Part zu drehen. Die Eisen bringen sich ständig um. Die wussten ganz genau, dass sie nicht keine Chance haben vor dem Tor. Wieso gehen sie denn ans Tor? Genau, ich weiß, was ich mache. Ich gehe mal ins Hirten Ding, Abteil und versuche dort mal ein paar Hirten aufzuspüren. Das könnte ich noch machen. Das würde euch vielleicht auch ein bisschen noch mehr interessieren, als einfach die ganze Zeit versuchen, ja, nicht zu failen. Nee, aber die Syrten sind halt immer zahlenmäßig und auch schadenstechnisch und so überlegen. Also, sie sind auch besser equipped, haben immer wieder Drachenwünsche, einen pro Tag meistens. Und das ist natürlich echt doof, wenn man dann versucht, einfach besser, also besser zu werden und so. Man kann einfach irgendwie nicht profitieren, oder? Dann mache ich lieber Sachen, die ich auch machen kann, zum Beispiel ein bisschen unten. Jetzt versuchen wir einfach nochmals aufzuspüren, ob irgendwelche keine Spuren, okay. Momentan hier sind keine aktiv. Dann machen wir kurz vor dem Südenturm nochmals unsichtbar. Tarnung. Und dann kommen wir einfach zum am besten. Heieiei, wie ich mich jetzt gerade wieder verarscht. 2 Tote, die ich eigentlich vermeiden konnte. Aber ja, man hat eben halt einfach Probleme mit diesem automatischen Kampfsystem, auch mit dem Wehren, weil es so viele Stunts gibt. Man kann einfach gar nichts außer fehlen. Also diese Tote mit einem Level 49 Charakter sind einfach ja nicht vermeidbar. Es ist einfach so. Weil die Range von 49 bis 60 plus diese mega guten Items, die die meisten Warzone-Leute haben, Kämpfer haben, ist ein Riesenschritt und da kann ich leider einfach gar nichts machen, außer zu failen. Versuchen wir hier mal nochmals zu. Okay, einen Westen, einen Krieger im Westen. Der müsste eigentlich hier sein, das ist Westen. Kennen lassen wir mal in Ruhe. Könnte ein Leveler sein, könnte aber auch ein Ritter und ein Barbar sein, der gerade herumreitet. Okay, wir könnten zum Fort, zum Bind gehen. Ja, zum Fort. Ja, nicht, ob das viel bringt zum Fort. Das ist nämlich auch sehr in Syrten Hand. Wir gehen mal Richtung Bind, aber wir dürfen nicht zu nah ran, weil die Wächter haben, also die NPCs haben sehr hohe Reichweite. Okay, hier können wir auch nochmal suchen. Im Süden und im Nordosten. Denn im Süden. Ja, es könnten halt immer Jäger sein. Und irgendwelche Leute, die leveln. Ich bin ja eben kein Leveler-Killer, also ich würde das eigentlich nicht machen. Ich brauche halt einfach wirkliche Konkurrenten und nicht gleich Leveler oder so. Also ich finde es einfach unfair, die Leute zu stören, wenn sie irgendwie etwas nicht eher VR-artig machen. Ich finde das wirklich sehr unfair, also ich würde das eigentlich nie machen. Was ich machen würde, ist jemanden vielleicht mal beobachten. Könnten wir dann in einem Livestream oder so machen? Einen, der levelt, beobachten. Wenn ein Leveler-Killer kommt, dann können wir ihm helfen, den zu besiegen. Wir nehmen dann immer Stunts mit oder so. Wir haben vielleicht auch eine Chance gegen den Level 60er. Im Süden 2 Bogenschützen. Okay. Ein Stück. Also tarnen wir uns hier nochmal. Es könnten immer wieder Jäger auf uns zukommen, die uns dann aufspüren können natürlich.
Es gibt noch eine andere Fähigkeit, wo man Leute enttarnen kann, gell? Den habe ich natürlich nicht mitgenommen. Bin noch ein bisschen zu low-levelig für viele Dinge. So Tarnfähigkeiten. Oder Enttarnfähigkeiten, ja. Zyklopenkriegermeister. Ich suche immer noch eine Reichsaufgabe, irgendeine Zündin oder so etwas. Heißen sie, wo die Gegner denn sind? Sind ganz komisch, also sie heißen irgendwie ganz komisch. Müssten aber eher wahrscheinlich beim Ding sein. Man wird immer ein bisschen wieder sichtbar, ein bisschen wieder weniger unsichtbar, durchlässig. Okay, hier ist ein Schatz mitten auf dem Weg. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung. Ist wirklich auch wenig hier los. Ah, Bestienland für Schulterpanzer. Tun wir mal hier. Oh, da kommt jemand. Ich könnte den einen jagen, gell? Ich mach's auch nicht. Den könnte ich töten. Er ist aber anspruchsvoll. Okay. Der hat uns nicht gesehen, also er wird uns wahrscheinlich auch nicht angreifen irgendwie. Er beziehungsweise jemanden holen, der mich angreift dann. Also anspruchsvoll greife ich nicht an, auch wenn er Low Life hat. Dämlich, das ist ein Leveler, ich möchte Leveler Killer nicht angreifen. Okay, wenn wir jetzt Feinde aufspüren, dann ist er zu sehen. Aber es sind zwei Bogenschützen sogar. Müsste einer in der Nähe sein noch. Auch am Leveln. Gut, also die lassen wir schön in Ruhe. Jetzt nachher brauche ich wieder Tarnung. Jetzt gerade noch nicht. Sehr interessant, wieder mal Jäger zu spielen. Weil sonst ja, als Beschwörer bin ich auch manchmal so ein bisschen herumgelaufen und habe ein bisschen Magneten gesucht oder so. Aber es war meistens halt einfach ein bisschen zu riskant. Also, glaube ich, bin jetzt eigentlich nicht. Okay, nach Westen, Südwesten. Gut. Also, jetzt momentan kommt keiner entgegen. Wo könnten hier ein paar Gegner sein, die ich als Reichsaufgabe schon gesehen habe? Ob sie noch nicht gesehen habe. Ohne Ding. Ja, ich muss noch ein bisschen warten, bis ich zu bei den zwei Türmen durchgehen kann. Diese Abklingzeit ist halt ein bisschen groß. Das ist natürlich schon klar. Wieso? Damit man nicht immer unsichtbar ist. Aber einen Kokon. Okay, hier gibt es Seidenkokons. Ja, die braucht man für Robben, glaube ich. Okay, wir machen ein bisschen eine größere Kurve, aber hier hat es auch nirgends diese Gegner. Keine Ahnung, müssen so Djinns sein oder sonst eine Art vom Namen her. Genau, was wollte ich noch zeigen? Ich wollte doch, genau, ja, der beste Name für Schulterpanzer. 49. Hier ist ein Magnetstück. Ja, eigentlich habe ich alles gezeigt in diesem Part. Hei, hei. Jo. Jetzt ist 12:23 Uhr. Ich muss bald noch zur Apotheke Medikamente holen. Ja, dieser Medikamentenverbrauch, wenn man so krank ist. Schlimm. Hier gibt es einen Händler, glaube ich. Aber den sollten wir eigentlich nicht mieten. Okay, komm bitte. Kurz mal schauen, ob irgendwelche Leute in der Nähe sind. Ein Bogenschützen, 355 Meter. Ist wahrscheinlich der levelt. Aber es steht jetzt nicht, in welche Richtung. Ah nein, nach Osten, okay. Ist ein anderer Level wahrscheinlich. Okay, wir müssen jetzt hier so gut wie möglich durchkommen, um gesehen zu werden, weil die NPCs, die schießen sofort, wenn man kurz enttarnt ist für eine Millisekunde. Also,
Ja, ich bin noch ein bisschen ängstlich, weil ich es noch nicht so kenne. Aber scheinbar kennen die MCs jetzt sonst gerade nicht. Wir gehen am besten hier links. Oder eher rechts. Ja, komm, wir gehen eher rechts. Weil der Turm hier ein bisschen im Weg ist. Jetzt, wenn wir kurz enttarnt werden, werden wir wahrscheinlich angegriffen von den NPCs. Okay, wir werden noch nicht enttarnt kurz. Ich finde es aber gut gemacht, dass man zwischendurch kurz zu sehen ist. Aber man kann natürlich als Gegner danach nicht reagieren, wenn man sie nur kurz sieht. Okay, Pumas. Fantas. Hier nochmals. Wahrscheinlich ist immer noch der im Osten gesehen. Südost, ja. Ein Bogenschütze. Wieso leveln momentan nur Bogenschützen? Ich weiß es, die wollen die ganze Zeit Leveler killen. Sind immer so Jäger. Wahrscheinlich bei den Zyrten halt wirklich immer die Bogenschützen, also auch die Schützen. Die Sharpshooter. Beliebter. Und das sind halt viele Deutsche nach Basyrtis, weil die natürlich in Valhalla immer alle abgefarmt haben. Ja. Aber ist klar, dass halt in Ra jetzt nicht mehr unbedingt alle in Alsius sind. Waren früher mal ziemlich viele. Okay. Wir sind eigentlich durch. Jetzt müssen wir einfach schauen, dass niemand uns angreift. Sieht aber cool aus mit dem Bogen. Der Bogen, der hat Style. Also irgendwo finde ich die Gegner nicht. Da geht es sogar hier hin. Okay. Und die droppen, glaube ich, auch nicht gut. Könnte vielleicht mal mit dem Bashi hier irgendwo leveln. Aber dann kommen natürlich immer Sylten oder Igen. Wenn das jetzt unsere abgewandte Seite ist, sind wir eigentlich ganz im Südosten. Wie weit wir einfach gelaufen sind. Okay, Titanium. Könnten wir auch mal mitnehmen. Haben wir noch Platz? Ein bisschen, 30 Kilo. Also hier irgendwo muss der Gegner doch sein. Goltar. Habe irgendwas gehört. Kann das sein, dass jemand mich angreifen wird? Ach komm, darf ich nicht mal. Oh, ich muss mich leider entmounten. Ich will nur kurz schauen, ob jemand in der Nähe ist. Ich habe irgendjemanden gehört. Da unten vielleicht? Das ist ein Stein. Okay, angegriffen werde ich noch nicht. Suchen wir mal den. Okay, keine Spuren. Ich dachte, ich hätte einen Jäger oder so gesehen mit einem Skill, mit einem Buff, der so blind gemacht hat. Ja, ich muss mal ein bisschen lauter stellen bei mir. Höre ich es besser. Wo kommt man jetzt hier runter? So. Also die sind es auch nicht. Das sind legendäre Salamander. Okay. Oh Gott. Ich will nicht stürzen. Die sind Level 60. Okay. Also hier ist momentan jemand am Leveln. Gehen wir am besten wieder auf das Pferd. Ah, hier gibt es noch einen Schatz. Okay, hier gibt es überall Salamander. Es war früher. Ah, okay, aber die gigantischen Wüstenfelsgolem ist noch hier. Da habe ich nämlich natürlich noch viel gelabelt, als ich noch bei den Igen war. Es hat sich erst kürzlich jemand gemeldet, der ja meine Let's Plays auch geschaut hat von den Igen. Hat noch gefragt, ob ich immer noch Ige bin. Nein, natürlich schon lange nicht mehr. Das sehe ich schon 4 Jahre nicht mehr. Aber ja, das ist natürlich auch
weil zwei Leute mit mir spielen wollten und ich ja gesagt habe, ja, okay, dann werde ich dort einfach mal neu beginnen, weil sie unbedingt in die Wüste wollten, also die Eden spielen wollten. Jo. Und ich glaube, beim ersten Mal im Syrtis war auch jemanden. Ja, sonst bin ich eigentlich immer Alser gewesen. Bin einfach gerne halt nördlich. Also ich mag die nördliche Kultur halt mega gerne. Zwar manchmal die japanische oder so noch mehr. Oder chinesische. Aber meistens einfach die nördliche Kultur. So Loki. Beziehungsweise Thor. Mag ich am liebsten. Gibt es auch sehr oft. Also auch Serien oder so. Gibt es echt viele in der nordischen Mythologie. Wie viele Filme gibt es von Thor? Ich glaube vier. Oder drei. Auf jeden Fall drei Filme, eine Serie. Oh, da ist jemand. Ist jemand gewesen? Okay, ist ein Schütze gewesen, ein Jäger gewesen. Ich habe jemanden gesehen. Oder habe ich mich getäuscht? Auf jeden Fall, er soll mich nicht angreifen. Jetzt kommen wir ja zu diesem Schloss, Chanarit Castle. Aber hier gibt es keine Gegner. Wo sind denn die? Ich habe sie bis jetzt nicht mehr in der Reichstafel gesehen, aber so mit Level 52 oder so sind sie drin. Irgendwie komische Namen. Da unten kann man, glaube ich, gar nicht gut hin. Steht man wahrscheinlich. Ich suche hier einfach diese Gegner und weiß nicht, wo sie sind. Ich werde mich jetzt hier mal entmounten und dann nochmal schauen, ob der jetzt immer noch, also ob ich den wirklich auch gesehen habe. Okay, keine Spuren. Was war das? Habt ihr das gesehen? Irgendwas war dort? War das ein Spiel? Nein. Vielleicht war es eine Reflexion oder so. Auf jeden Fall war ich da kurz im Augenwinkel etwas am Sehen. Finde diese Abflussrohre mit Lava so cool. Was macht das für einen Sinn? Beleuchtung? Okay. Also hier ist, ja, die könnten jetzt angegriffen, also das Shannery Castle kann angegriffen werden eigentlich. Aber nicht von den Eisen natürlich. Wir könnten zum Aggersborg Fort gehen. Wir könnten zum Samal Fort noch kurz gehen. Kriegen wir etwas noch hin? Ja. Wir kriegen schon noch etwas hin. Okay, hier gibt es Black Widows. Ein Bogenschützen, dann 70 Meter nach Westen. Okay, der wird uns auf uns zukommen. Leider haben wir jetzt gerade momentan wieder schlechte Tarnung. Könnten uns kurz verstecken, Inge. Ich will jetzt nicht genau jetzt sterben, bitte. Da kommt er. Lord Nelson, okay. Gut. Sofort wieder abwehren, dieser Autoangriff nervt natürlich gewaltig. Man kann ihn leider nicht ausmachen. Also wenn ich jemanden anschaue, der Gegner ist, möchte ich nicht angreifen. Ich möchte erst angreifen, wenn ich wirklich eine Fähigkeit einsetze. Das Spiel ist sowas von, ja, von der Steuerung halt her wirklich schlecht. Ja, kann ich nichts anderes sagen. Kann ich nicht sagen, es ist ein bisschen gut oder so. Muss ich einfach sagen, ja, es ist schlecht. Weil die Steuerung ist so relativ, ja, strategiespielmäßig. Sei ich wie Leech of Legends oder so, da muss man ja mit Rechtsklick laufen. Naja.
Es geht einfach gar nicht, finde ich. Aber gut. Wenn ich jemanden anvisiere, dann möchte ich kurz sehen, was es überhaupt für ein Level oder so gibt, das er hat und so. Und ich möchte noch nicht angreifen. Kann ja mal kurz schauen. Bei Steuerung. Interaktion mit rechter Maustaste. Das ist aber nicht das. Interaktion mit rechter Maustaste. Was ist das? Okay, das ist einfach das. Das Auswählen mit rechter Maustaste. Okay. Aber sonst im Autoangriff oder so kann man leider nicht umstellen. Okay, wir müssen uns wieder tarnen. Hier laufen viele Leute herum. Feinde aufspüren. Keine Spuren gefunden. Jetzt hier in diesem Graben könnte vielleicht noch der Gegner sein. Gehen wir hier durch. Also die Gehgeschwindigkeit ist leider auch ein bisschen gering für es einfach so Parts zu machen. Zum Erkunden. Könnte natürlich auch ein bisschen langweilig sein für euch, stimmt. Aber eben, ja. Auf jeden Fall möchte ich auch etwas machen. Und wenn einfach halt ein Krieg stattfindet, nur eigentlich Gefiede, dann kann ich natürlich auch nicht diesen Krieg zeigen. Und die Leute sagen mir ja auch nicht, ja, sie greifen jetzt Augsburg vor oder Menhir vor an. Also kann ich jetzt auch nicht gerade dort zur Stelle sein, wenn die angreifen. Sondern es dauert halt Ewigkeiten, weil man so langsam sich bewegt, auch mit dem Pferd bzw. einem Reittier. Und deshalb, ja, kann ich jetzt auch nicht natürlich immer diese Vorortangriffe zeigen. Aber was ich dann später irgendwann mal mache, ist natürlich Bewegungsgeschwindigkeit, Boots und so zu nehmen. Vielleicht noch ein Barbar oder den hier mit einfach Bewegungsgeschwindigkeitsbuff. Ständig Spam. Dass es einfach für euch natürlich noch schneller geht. Aber sonst, ja, weiß ich ja nicht genau, was sie machen soll. Das sieht auch cool aus. Ich glaube, der war auch mal sehr langweilig designt. Die haben die Skins, glaube ich, mal ungefähr 4, 5 Jahren mal aufgehübscht. Auf jeden Fall haben sie jeden Gegner natürlich so ziemlich auf Level 60 gemacht in der Warzone. Sehr viele Level 60 und 61 Gegner jetzt. Und das macht es natürlich immer schwieriger zu leveln. Aber gut, das ist eine Entscheidung von Nimble, Claude oder Guards, wie die heißen. Oder Nimble Gear Giants, glaube ich, heißen sie. Es gibt ja so ein Programm, wo ihr das Spiel verbessern könnt. Also eine Discord-Gruppe oder was das ist. Ich frage mich, ob ich. Ja, ich kann ja nicht schönen, weil ich ja gebannt wurde. Weil ich ja ein bisschen kritisiert habe. Ich habe ja ein Event im März, so ein Toten-Event, Totentage in Mexiko, ein bisschen kritisiert und wurde dann gebannt. Und ja, wurde nie mehr entbannt und deshalb kann ich da in diesem Programm gar nicht mitmachen. Also wenn ihr wollt, wenn ihr wirklich wollt, dass ich wirklich sehr viele Let's Play Parts machen kann, noch viele Livestream-Parts machen kann, ohne gelangweilt zu sein, dürft ihr gerne in diesem Programm joinen. Ihr müsst, glaube ich, gar nicht Level 60 sein oder so. Ihr könnt auch Level 1 sein. Und gebt einfach ein paar Feedbacks, einfach guten Feedbacks. Also sagen, ja, das ist jetzt nicht gerade so gut und das. Und nicht gerade kritisieren, wie ich es gemacht habe. Und dann werdet ihr wahrscheinlich Hyäne, dunkle Hyänen? Ah, Neckbeat. Der ist hier, okay. Ich dachte, der wäre im Norden. Der wäre hier. Aber gut. Hier. Und da gibt es dunkle Hyänen. Okay, hier müssen wir leider wieder vom Pferd. Das ist gefährlich, wenn hier immer wieder Leute durchgehen. Wir müssen kurz Richtung Menü gehen. Wurde noch nicht zurück erobert.
Okay, ist noch uns. Vielleicht können wir ja noch mal so ein bisschen einen Kampf machen. Keine Spuren gefunden, sehr gut. Jetzt gleich tarnen. Da drüben beim Stein. Ja, wir müssen es vermeiden, gefunden zu werden. Aber die reiten meistens hier, also die werden es nicht sofort angreifen können. Okay, ich mache mich hier schon. Und ich werde mal kurz nochmals nach Feinden. Keine Spuren, okay. Oh, hier haben wir aber Kohle. Ich will Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kein einziger Igel online. Wahrscheinlich schon. Boah, mega sauer. Ja, so Fruchtgetränke, die tun immer sehr schnell sauer werden. Ist echt. Okay, schauen wir nochmals nach Feinden. Immer noch keine Spiele. Okay, dann machen wir mal auf Boost. Wir müssen ungefähr in die Richtung, weil da ist noch der Wind. Da haben wir Bogenschützen-NPCs, die uns angreifen. Wir könnten hier sogar leveln. Hier gibt es gelbe Gegner. Ich werde wahrscheinlich Reichsaufgaben mit diesem Hunter mal machen. So, tarnen wir uns. Und hier ist das Minifort. Ja, ich habe mich recht gut bewegt. Hier kann man nämlich dann gleich hoch. Also, im restlichen Part werde ich dann einfach wieder zurückgehen, aber jetzt werden wir zuerst mal kurz schauen, ob jetzt hier noch jemand ist von den Häusern. Dann werde ich einfach mal ein paar Reichsaufgaben noch machen. Aber jetzt noch nicht, ich muss noch ein bisschen Minecraft aufnehmen. Und dann muss ich ja zur Apotheke gehen. Okay, schauen wir mal kurz. Ein Magier, 150 Meter im Norden. Der levelt wahrscheinlich dort. Er ist in der Nähe vom Bind. Ich kann jetzt nicht nach ihm schauen. Ja, die Level eben in Ruhe lassen. Gibt wahrscheinlich auch viele Eisen, die Level killen. Deshalb. Nee, ihr bekommt ja so wenig Punkte hier. Das ist einfach nur unfair gegenüber den Leveln. Ist auch noch ein Camp. Okay, es ist kein Eis mehr hier. Schade. So, dann gehen wir auf das. Oh nein, wir gehen noch zuerst zum Turm. Also wo ist denn dieser Gegner, den man immer in der Reichsliste sieht? Ich werde auf der nächsten Party ihn mal suchen, beziehungsweise einfach bei der Reichstafel anzeigen. So werde ich den nächsten Part mal beginnen. Irgendwie kann doch nicht sein, dass sie den Gegner aus dem Spiel genommen haben. Ich glaube, der hat früher auch nicht existiert oder so. Keine Ahnung. Ich weiß leider den Namen nicht mehr. Weil er nicht mehr aufgetaucht ist beim Beschwörer. So Level 52 oder so war drin. Ist wahrscheinlich Level 54, 55. Ding her.
Okay, jetzt müssen wir leider wieder raus oder runter. Schauen wir zuerst mal nach dem. Ach komm. Nach den Gegnern. Keine Spuren, okay. Und dann laufen wir schön stolzierend getarnt neben dem, ja, Turm durch. Ah, ist das genüsslich. Als Beschwörer hattest du ja immer Probleme, dass du nichts angreifen konntest, weil du ja Heiler und Beschützer bist, also Buffer. Und hier haben wir einfach den Genuss, einfach durchlaufen zu können. Und nicht gestunt zu werden. Oh ja. Ja, der Jäger macht schon auch Spaß. Aber vor allem freue ich mich, Finten zu schlagen. Also wenn jemand irgendwie jemand angreift und ich bin einfach im Hintergrund und so, macht er natürlich auch mehr Schaden. Und dann ist plötzlich 2 zu 1 oder so. Dann haben wir natürlich schon einen guten Vorteil. Außer sind die Jäger natürlich ein bisschen taktisch schurkenhaft. Ajo. Aber auf jeden Fall freue ich mich auf den Barbar. Und da brauche ich einfach jetzt bessere defensive Items. Da brauche ich sehr defensive Items. 2 relativ gute Schwerter habe ich ja. 2 grüne. 60er. Eine Nebenhand. Und ich habe noch. Ich glaube, ein Hammer 60. Ich weiß gar nicht mehr so genau, aber irgendwie etwas habe ich noch relativ Gutes. Aber ich bin eben nicht so gerne Barbar mit Zweihandwaffen, weil die ein bisschen zu langsam für mich sind. Also, ja. Also zwischendurch die Auto-Attacks sind dann viel zu langsam. Mein Stil als. Ich finde eben als Barbar, man hat immer wieder fliehende Gegner. Und dann kann man einfach 2 Handwaffen, die so langsam sind, nicht gut führen. Ja. Okay. Geile Aussicht. Alles ist nackig. Ja, die Details, die kann man halt gar nicht so anstellen. Das Spiel ist einfach zu alt, um jetzt wirklich Details zu machen. Okay, ein Eisen. Die sind, glaube ich, auch Level 60. Was sind sie hier? Alte Wiesel. 51. Ja, die da. Die sind Level 60er. Okay, Troll des Krieges. Krieg des Trollens. Ah, oh, bin ich schon wieder müde. Ich habe zu wenig geschlafen. Ich habe nur 5 Stunden geschlafen. Davon waren noch viele Einschlafprobleme. Ja, ich bin leider schon wieder müde. Ich stehe halt immer um 9 Uhr morgens auf und gehe meistens so ungefähr um 3 Uhr ins Bett. Also, das ist ja ein bisschen schlecht, wie ich wenig schlafe. Aber ich kann nicht länger schlafen, weil ich immer wieder Krämpfe bekomme. Und hat niedriger Blutdruck. Da muss ich sowieso aufstehen, immer wenn ich Schwindel habe. Ist echt doof, vor allem als Livestreamer dann genug wach zu sein. Na gut, ich kann ja auch dann auch mal ausschlafen. So, ich werde das Crafting-Material natürlich zum Beschwörer rüberbringen. Und die anderen muss ich gar nicht irgendwie mit Crafting vertraut machen. Also der Barbar ist natürlich noch gut im Crafting. Aber der ist, glaube ich, auch noch nicht Level 8. Das kann ich gleich mit dem Barbar weiter craften. Mal schauen. So, ich werde ein paar Reichsaufgaben dann machen.
Und ja, wir haben 50 Minuten erreicht. Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal, euer Tragwasser. Tschüss.